Okay, was geht ab, Diggis? Und was geht ab, Digilines? Willkommen im Retropkurs für eine neue Virus-TV-Folge, Thema von heute. Durchschaue die leitende Vernunft derjenigen, die das Leben leben, das du erstrebst. Man hört ja immer wieder, dass du dir einen Mentor suchen sollst, dir ein Beispiel nehmen sollst von den Leuten, die in den Sachen erfolgreich sind, in denen du gerne auch erfolgreich sein würdest. Nun, der Ansatz ist korrekt. Hundertprozentig. Aber wie machst du es, wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, der genau da ist, wo du sein möchtest, damit du überhaupt in der Lage bist, die Angewohnheiten von dieser Person zu durchschauen, die leitende Vernunft dieser Menschen zu durchschauen, um diese Angewohnheiten, diese Kleinigkeiten nachzumachen, um irgendwann auch Step by Step dahin zu gelangen, wo du gerne gelangen wollen würdest. Ich denke, dass um dir ganz viele Menschen sind, die genau das Leben leben, das du meiden möchtest. Und diese Menschen können für dich einen noch größeren Beispiel sein als die Erfolgreichen. Denn im Grunde gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du dir als Beispiel die erfolgreichen Menschen und imitierst deren Handlungen, deren Art und Weise, mit dem Leben umzugehen, mit gewissen Situationen umzugehen. Auch wenn du diese nicht hast, kannst du dir auch als Beispiel diese Menschen nehmen, wo du denkst, so möchte ich nicht sein. Was für Beispiele meine ich denn da? Das ist da ganz einfach. Wenn unser Leben ein Resultat ist von unseren Gewohnheiten und unsere Gewohnheiten das Ergebnis sind von unseren Handlungen, die wir immer wiederholen, und dass diese Handlungen das Ergebnis sind von unserer Lebenseinstellung, also unserem Mindset, dann muss ich mir ja einfach nur anschauen, was sind die Angewohnheiten von den Leuten, die da sind, wo ich nicht hinkommen möchte. Und genau diese Angewohnheiten musst du aus deinem Leben ausschaffen. Raus, weg damit. Denn wenn du dich genau so benimmst, wie jemand, der ein Leben lebt, den du nicht leben möchtest, ja, wenn du genau das Gleiche machst, ja, wo glaubst du, wird dich das denn hinführen im Leben? Zu dem genau demselben Resultat. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also, Menschen, die sozial einen sehr geringen Kreis haben an interessanten Menschen, Leute, die keine finanzielle Absicherung haben, Leute, die ihre Träume nicht verwirklichen. All diese Menschen, was verbindet diese Menschen? Nun, meistens sind es Menschen, die für sich nicht früh aufstehen. Meistens sind es Leute, die ihren Geld für Blödsinn ausgeben, statt es zu investieren. Und diese ganzen kleinen Angewohnheiten, Guck genau, was diese Angewohnheiten sind, und setze einen Filter in dein Leben und beginne damit, aufzuhören, das zu tun, was die Leute, die nicht erfolgreich sind, deren Leben du nicht anstrebst, durchführen. Sind es Leute, die immer nur Fastfood essen, die immer krank werden, und du möchtest nicht krank werden, dann ernähre dich anders als die Menschen, die krank werden.
guck dir einfach jemanden an, der immer wieder krank ist, sich immer beschwert, oh, mir tut hier was weh, da was weh. Dann guck einfach, wie ernährt sich diese Person und ernähr dich anders. Jemand, der immer am 15. des Monats zu dir sagt, boah, ich habe keine Kohle mehr. Guck, wo er sein Geld ausgibt. Und mach es einfach anders. Was zu verstehen ist, dass wenn du abbaust, schlechte Angewohnheiten abbaust, wird sich in deinem Leben eine Leere kreieren. Und die Leere zieht unweigerlich Fülle an. Wo Platz ist, wird dieser Platz gefüllt. Und wenn du deinen vollen Kopf mit den tausenden Gedanken, die du hast, deinen vollen Tag mit den tausenden Tätigkeiten, die du da füllst, minimierst, du eliminierst bestimmte Gedanken, eliminierst bestimmte Handlungen, die du am Tag führst, lässt sie einfach weg, dann hast du auf einmal wieder Platz für Neues. Und dann wirst du merken, dass diese neuen Sachen, die automatisch in dein Leben reinkommen werden, dich Step by Step langsam dorthin führen wird, wo du hingehen möchtest. Sei nicht darin unbedingt fokussiert, herauszufinden, was du machen solltest. Und solange du es nicht weißt, einfach nichts zu tun. Nein, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, statt nichts zu tun, beginne damit, die Sachen, die du nicht tun solltest, abzubauen aus deinem Leben. Dann bist du nicht lethargisch und machst nicht gar nichts. Du bist da nicht in den Stillstand. Baue langsam ab. Einfachste Beispiel. Du willst mehr Geld haben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Mehr Geld verdienen oder weniger Geld ausgeben. Hä? Du willst gesünder sein? Zwei Möglichkeiten. Lebe gesünder oder nimm aus deinem Leben all die Sachen raus, die ungesund sind. Das Gleichgewicht ist stärker als du. Das wird zu 100% funktionieren. Wenn du nicht was oben drauf packen kannst, dann tu irgendetwas wegnehmen. Und so reguliert sich alles. Es sind alles nur kleine Gedanken, die dir helfen sollen, über dich hinauszuwachsen. Wenn du gewisse Sachen bereits ausprobiert hast, meine Meinung ist nur eine unter Tausende. Deine Meinung ist so hilfreich für jeden Einzelnen. Zöger nicht, schreib uns einen kleinen Kommentar für all die weiteren Leute, die auf diesem Video stoßen werden, damit sie auch deine Erfahrung lesen können. Und um den Algorithmus zu pushen, hinterlass uns einen kleinen blauen Daumen, wenn dir der Content gefällt, oder einen Daumen nach unten, wenn du das Ganze hier uninteressant, sinnlos findest. Und vergiss nicht, um jeden Tag dann kleine Gedanken nicht zu verpassen, den RedWeb-Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und bis zum nächsten Mal. Dein Jack, peace out. Bye.